Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über No Man's Sky. In den letzten Tagen hat das Spiel das große Update Desolation erfahren, daher werde ich heute einige ausgewählte spannende Neuigkeiten daraus vorstellen. Zum einen besteht neu die Möglichkeit, das Banner eines Spielers mit einem Titel zu ergänzen. Die Titel werden durch bestimmte Leistungen, die man im Spiel erbracht hat, freigeschaltet. Die Auswahl nimmt man bei einem Aussehensmodifikator, zum Beispiel in der Anomalie oder in einer Raumstation vor. Diese Titel sehen dann im Multiplayer-Modus die anderen Spieler. Da ich schon viele Stunden gespielt habe, stehen in meinem Verzeichnis viele Titel bereits zur Verfügung. Zum anderen kann man nun die Lagerplätze in seinem Frachter erweitern. Dazu braucht man ein Frachtschott, das man bei der Untersuchung von verfallenen Frachtern erhält, wie ich das gleich noch vorstellen werde. Neuerdings darf man Lagerplätze im Frachter auch für Technologie verwenden. Durch das Update lässt sich der Frachter jetzt farblich verändern. Die Farbe muss man allerdings erst kaufen, man bezahlt 5000 Nanit pro Farbe. Übrigens ist mir aufgefallen, dass der Hyperantrieb des Frachters nicht mehr mit nur einer Warpzelle voll aufgeladen wird. No Man's Sky bietet durch das aktuelle Update neue Nexus-Missionen, auf die ich aber in diesem Video nicht eingehen werde. Auffällig neu ist der Stand des Schrotthändlers auf der rechten Empore der Raumstation. Bei ihm kauft man die Koordinaten zu einem verfallenen Frachter für den stolzen Preis von 5 Millionen Units. Man kann mehrere Käufe tätigen, der Preis steigt aber beim zweiten Kauf auf 10 Millionen und dann jeweils um weitere 10 Millionen pro Kauf. Allerdings wird der Kaufpreis täglich zurückgesetzt. Hat man nicht das nötige Kleingeld, gibt die Figur Helios in der Anomalie Koordinaten einmal wöchentlich gratis ab. Den Notfallübertragungsempfänger, der diese Koordinaten enthält, aktiviert man und fliegt dann mit dem Impulsantrieb durch den Weltraum. Daraufhin stößt man auf einen verfallenen Frachter und das Abenteuer kann beginnen. Vorauszusagen ist, dass dieser Frachterbesuch unter Umständen ziemlich lange dauern und man keinen Zwischenstand abspeichern kann. Man muss sich also vorgängig darauf einrichten, indem man zum Beispiel Pizza und Cola neben der Tastatur bereitgestellt hat. Die Luftschleusentüren lassen sich vom Spieler öffnen und man durchsucht nun die Innenräume des Frachters. Man kann sich zum Ziel setzen, alle Räume im Frachter zu erkunden. Eine Anzeige unten rechts zeigt den momentanen Erfolg auf. Oder beziehungsweise und man möchte die drei Einrichtungen im Frachter finden, die einem eine Belohnung versprechen. Die drei Aufträge werden ebenfalls unten rechts angezeigt: Crewliste wiederherstellen, Kapitänsprotokoll wiederherstellen, Maschinenbaueinheit bergen. Gelingt dies, erhält man als Preis entweder ein Technologie-Upgrade, Nanit oder das vorher erwähnte Frachtschott, mit dem man die Lagerplätze im eigenen Frachter erweitert. Ich für meinen Teil werde sicherlich danach streben, die Frachterkapazitäten zu erhöhen. Verwendet man das Analysevisier, erhält man Hinweise auf den Ort der gesuchten Terminals. Aufgefundene Protokolle sind zu lesen und enthalten manchmal Daten, die einem den nächsten Schritt in der Untersuchung ermöglichen. Verfolgt man das Ziel, die drei Aufträge zu erledigen, kann man sich an die blassgrünen Türbeschriftungen halten, die auch der Reihe nach nummeriert sind. Die lilafarbig beschilderten Durchgänge sind optional. Heizeinheiten können aktiviert werden. Das mag eine Überlebenshilfe sein, denn in den Frachtern ist es sehr kalt. Es macht Sinn, seinen Anzug vor der Mission entsprechend mit Kälteschutz-Upgrades zu versehen. Die Heizeinheiten spenden in geringem Maße auch Licht. Schwerelos im Raum herumfliegende Kapseln lassen sich aktivieren, blaue Kisten lassen sich öffnen und man erhält dabei Vorräte, zum Beispiel Ressourcen. Gelegentlich geben die Kisten auch Reparatursets her, mit denen man defekte Einrichtungen von beschädigter Ausrüstung wiederherstellen kann. Gemeint sind Schäden am Anzug,
am Multiwerkzeug oder am Raumschiff, wie sie beispielsweise beim Sprung in eine andere Galaxie oder beim Flug durch ein schwarzes Loch entstehen. Mit der Taste E setzt man anstelle der benötigten Ressourcen ein Reparaturset ein. Man aktiviert überall die Kurzstreckenteleporter. Damit kann man sich im Frachter schnell an andere Orte bewegen oder den Frachter am Ende der Untersuchung rasch verlassen. Baut man mit der Taste E den Kapseldruck von herumstehenden Reagenzgläsern ab, erhält man lebenden Schleim, aus dem man in einer Raffinerie unkontrollierbaren Schimmel und daraus wiederum Nanit herstellen kann. Manchmal findet man Frachter, die befallen sind. Darin lauern größere Gefahren. In schrecklichen Nestern befinden sich Kreaturen, die einen mit Gift bespucken, wenn man auf die Nester schießt. Wenn man den Nestern zu nahe kommt, warnt das System, sich nicht zu bewegen, weil die Kreaturen sich sonst zeigen und einen angreifen. Will man sich nicht mit den Kreaturen anlegen, kann man die Nester auch umgehen. Das Feuern auf die greifenden Ranken vor den Türen und auf eitrige Pusteln liefert ebenfalls lebenden Schleim. Der Blitzwerfer, meine Verteidigungswaffe, schoss neu in Salven, was etwas gewöhnungsbedürftig war. Am Ende der Frachteruntersuchung kehrt man zu einer Raumstation zurück, wo man die Crewliste und das Kapitänsprotokoll entweder beim Schrotthändler oder beim Gildengesandten verkauft. Hier habe ich Nanit erhalten oder mein Ansehen bei der entsprechenden Alienrasse stieg. Und zwar ist beides möglich, sowohl beim Schrotthändler als auch beim Gildengesandten. So, für die aktiven No Man's Sky Spieler ist dieses Update ein Gewinn. Es bringt Abwechslung ins Spiel und man sieht, dass die Macher von No Man's Sky sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern eine Weiterentwicklung des Spiels anstreben. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Untersuchung von verfallenen Frachtern, einen guten Appetit beim Essen der Pizzas und natürlich wie immer einen guten Flug durch die Welten von No Man's Sky. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Herr Holle.